Normalerweise würde Dorcas Matundu jetzt nicht mit ihren Kollegen am Tisch sitzen. Statt in der Hauptstadt Juba sollte sie eigentlich hier sein. Seit 10 Monaten arbeitet die 30-Jährige für die Deutsche Welthungerhilfe. In abgelegenen Gebieten im Norden des Landes versorgt ihr Team die hungernde Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. Doch seit Tagen kann Matundu nicht mehr viel machen als warten. In der Region sind wieder Kämpfe ausgebrochen. Die Arbeit vor Ort wurde zu gefährlich. Wir haben gerade Nahrungsmittel verteilt, als wir einen Telefonanruf bekommen haben, dass die Situation nicht mehr unter Kontrolle sei. Wir hätten nicht gedacht, dass es so eskaliert. Wir hatten nur eine Stunde, um unsere Sachen zu packen. Seit 1,5 Jahren versucht die südsudanesische Armee, einen Rebellenaufstand niederzuschlagen. Was als politischer Machtkampf begann, hat inzwischen weit mehr als 10.000 Menschen das Leben gekostet. Bis zu 2 Millionen sind auf der Flucht. Nach Monaten relativer Ruhe eskalierten die Kämpfe in den letzten Wochen wieder. Dabei geht es vor allem um die Kontrolle der Ölfelder, erklärt der Sprecher der Regierungstruppen. Wir haben zwar die Orte, die in Rebellenhand waren, wieder unter Kontrolle. Das wird aber nicht die Lösung des Problems sein, denn es ist ein politischer Konflikt. Die Politiker müssen einen Weg aus der verfahrenen Lage finden. Nicht nur in den umkämpften, ölreichen Gebieten im Norden leiden die Menschen, überall im Land, auch hier in der Hauptstadt Juba, spüren die Menschen die wirtschaftlichen Folgen des Konfliktes. Die Einnahmen aus der Ölproduktion sinken und die Preise für Nahrungsmittel steigen. Die Inflation im Südsudan lag im letzten Monat bei 23%. Die Preise für Nahrungsmittel haben sich innerhalb weniger Tage verdoppelt. Und viele Südsudanesen befürchten bereits, dass es in den nächsten Wochen kaum noch bezahlbare Produkte auf den Märkten Jubas geben wird.